Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen World of Warcraft Gold Video. Und natürlich geht es mal wieder um den Mecha-Mogul MK2. Da habe ich ja schon das ein oder andere Video dazu gemacht. Durch den Patch 8.1.5 hat sich aber einiges verändert. Und auch wenn der jetzt schon wieder ein paar Tage her ist und bald 8.2 kommt, sollte euch dieser kleine Trick hier doch sehr dabei helfen. Denn ihr habt es schon mitbekommen, die Mats für den Mecha-Mogul MK2, ich zeige euch mal ganz kurz das Mount. Die Mats, die wir brauchen hier, diese drei, droppen ja nur im Riesenflöz. So, und vor 8.1.5 musste man die ja bei den Mechs abbauen quasi. Das hat sich ja mit 8.1.5 geändert. Nun droppen die auch beim Endboss, und zwar auf jedem Schwierigkeitsgrad. Nun könnte man ja überlegen, dass man die Sachen einfach im Normal farmt. Das große Problem an der Sache ist allerdings, wenn man sich für ein spezifisches Dungeon anmeldet, zum Beispiel für das Riesenflöz, als Damage-Dealer speziell, dann kann das eine Weile dauern. So, ich weiß es nicht, also als Tank dauert es normalerweise eine Minute, als Tank kann man es also recht gut machen, aber gerade als DD und auch als Heiler dauert es schon wirklich, wirklich lange, und das ist schon ätzend. Außerdem muss man dann ständig durch das Dungeon durch und sich da durchprügeln. Ist auch ziemlich ätzend. So, nun kann man das Ganze aber auch anders machen. Man kann es zum Beispiel als Tank solo farmen. Ne, Normal Dungeon ist ja kein Problem, kriegt man als Tank locker flockig hin, gar kein Thema. Aber eben auch nur als Tank. Und auch da muss man wieder alle Mobs töten. Also habe ich mir Gedanken gemacht, wie könnte man das Ganze noch einfacher, noch schneller, noch effizienter lösen? Und die Lösung lautet, spiel ein Hunter. Denn es gibt sicherlich auch noch ein bisschen in einer abgewandelten Form mit allen möglichen anderen Klassen, wie zum Beispiel Schurke, Druide. Selbst Magier dürfte halbwegs funktionieren, zumindest wenn es ein Nachtelf-Magier ist. Aber der Hunter ist definitiv die geilste Wahl, die es gibt. So. /SU. Ich habe es extra, um das auch mal zu testen, wie lange es dauert, sozusagen einen Hunter dafür ready zu machen, diesen Trick ja sozusagen zu machen, das Ganze gemacht. Und ich habe gestern Nachmittag, so 15 Uhr etwa, habe ich damit angefangen, habe Ingenieur hochgeskillt, übers Auktionshaus großteils, und habe den jetzt mittlerweile auf 150, habe mir die Brille hergestellt, hier die ganz billige Brille, die kostet ja fast gar nichts. Die reicht auch vollkommen zu für das Ganze, und dann bin ich ein bisschen Mythic 0 und Mythic Plus gerannt, um hier das Rezept für den Mechamogul zu bekommen, sowie die Aktivierungsfernbedienung. Die brauchen wir ja so oder so. So, und ihr seht, ich habe hier auch während ich das, ich habe es gerade eben erst bekommen, das Rezept. Also ich habe quasi, bis ich das Rezept hatte, schon quasi die Mats fast zusammen für den ganzen Mechamogul. Ne? So, also es geht wirklich relativ schnell, und jetzt ist das Schöne, ich habe jetzt das Rezept, ich habe die Brille, ich habe den Ingi-Skill auf Max, ich habe alles, was ich brauche, und jetzt kann ich die Mats, die ich brauche, nämlich diese drei hier, easy cheesy solo farmen. Und ich habe hier mal die Shop eingeblendet, ich will euch das Ganze einmal zeigen. Wie gesagt, das geht jetzt natürlich nur mit dem Hunter, mit anderen Klassen wird das schwieriger werden, aber ihr könnt euch ja einfach einen Hunter hochziehen, der braucht auch nicht viel Gear, also ich habe bisher echt nicht viel, ne, 394, das hast du innerhalb von einer Woche fertig. Das ist auch kein großes Thema, ne? Also, das könnt ihr machen. Und ich zeige euch das Ganze mal. Also, wir gehen ins Riesenflöz rein, ganz normal auf Normal. Und weil das eh recht schnell geht, mache ich das einmal komplett. Ich mache mal die Stoppuhr auf Go und laufe jetzt hier einmal im Stealth an allen Mobs vorbei. Denn, und das ist das Geilste an diesem Trick sozusagen, wir brauchen im Prinzip gar keinen einzigen Mob töten. Wir laufen komplett durch bis zum Endboss und töten nur den. Das ist die Idee. Und da gibt es ein paar kleine Hürden, auf die werde ich euch in diesem Video hinweisen. Denn das wissen vielleicht einige nicht, dass das so ist. Denkt dran, wenn ihr im Stealth irgendwo langlauft, immer ein bisschen Abstand zu den Mobs halten oder an der Seite lang gehen oder hinter den Mobs lang gehen, dass ihr die nicht triggert. Das kann nämlich ganz gerne mal passieren. So, jetzt sind wir schon beim ersten Boss. Denkt dran, ihr müsst die Bosse nicht töten. Also die Bosse könnt ihr einfach ignorieren. Ich mache mal Camouflage wieder aus. So, jetzt kommt die erste kleine Hürde. Und zwar, entweder macht ihr jetzt einen Todstellen-Run, oder ihr wartet, bis Camouflage wieder bereit ist. Geht beides. Wenn ihr euch unsicher seid, probiert es erstmal mit Camouflage. Also einfach warten, bis es wieder ready ist, und dann durchlaufen. Ich selber bin mir relativ sicher, dass ich es schaffe, deswegen mounte ich aber auf und laufe es hier an der rechten Seite lang, schön am Rand. Wir wollen ja nur das pullen, was zwingend nötig ist. Einmal durch. Benommen werden wir übrigens nicht im Normal Dungeon. Ihr seht, ich verliere hier auch ein bisschen HP. Ich bin jetzt noch über Hälfte. So. Dann hier ganz rechts am Rand lang. Hier vorsichtig sein, nicht runterfallen. Könnt auch den Boss pullen, das ist völlig egal. Dann lauft ihr ungefähr so hier hin. Pet totstellen und euch selber.
So, zack, kein Problem. Dann können wir uns selber heilen. Vielleicht ein kleiner Tipp an der Stelle. Wenn ihr das machen könnt, dann holt euch ein Geisterbestien-Pet. Ihr seht, wie mich das Vieh heilt. Das braucht ihr zwischendurch immer mal wieder. Ansonsten habt ihr halt Wartezeiten, ne? So. Okay, das war jetzt die erste Hürde sozusagen, die man überwinden muss. Aber ihr seht, das geht relativ einfach. Die zweite Hürde ist hier, denn die Genies haben Unsichtbarkeit entdecken. Also ich kann jetzt hier nicht mit Camouflage durchlaufen. Deswegen mounte ich nochmal auf. Und ich zeige euch jetzt meinen persönlichen Lieblingsweg. Einfach hier so lang. Ja, dann hier lang. Schön am Rand. Dann pullen wir nichts zu viel. Denn die hauen schon gut rein, wenn die euch mal alle mal ordentlich treffen. Ihr seht, ich droppe die auf Hälfte, obwohl die mich fast gar nicht treffen. So, dann wieder Pet totstellen. Selber totstellen. Kurz warten. Und fertig. So, dann können wir uns wieder ein Pet hier reindrücken. Ihr seid jetzt hier an der Stelle ganz kurz immer in Fight. Müsst ihr kurz warten. Und dann sind wir wieder durch. Jetzt, hier gilt jetzt die dritte Hürde. Auch hier gibt es Unsichtbarkeit entdecken, nämlich die Kriegsmaschinen. Die haben alle Unsichtbarkeit entdecken. Das heißt, auch hier machen wir den Todstellen-Run. Zeige ich euch, ist relativ easy. Einfach jetzt hier lang. So, dann hier an der Kante hoch. Dann hier am Rand lang. Und dann hier irgendwie einfach mittig durchlaufen. Nicht zu viel pullen. Guck mal, ich habe noch nicht ein HP verloren. Sehr gut. Manchmal läuft es gut, manchmal verliert man mehr HP, aber in der Regel überlebt man das. So, dann einfach hier um die Ecke so ein bisschen. Pet totstellen, selber totstellen, kurz warten. Und das Einzige, was da noch auf euch zukommt, ist eine kleine Mine. Die juckt aber eigentlich nicht. Da könnt ihr kurz warten, bis die sozusagen da ist und einfach umbringen. So. Und dann, ich stoppe mal ganz kurz die Zeit, weil ich will euch noch kurz was erklären. Und zwar, der Boss selber. Ihr könnt den Boss jetzt nicht mit Knurren tanken. Also es kommt halt jetzt drauf an, wie viel HP ihr habt, wie gut ihr equipped seid. Ich kann den auch so tanken. Wenn ihr das aber nicht könnt, ist das kein Problem. Ihr macht euch einfach ein Makro. In meinem Fall jetzt hier habe ich ein dieses Makro hier geschrieben. Ne? Cast at Focus Exists, Irreführung. Und ich setze mir einfach hier immer mein Pet, meine Harti in dem Fall, ins Fokus. Und mit Hochschießen behält das Pet die Agro von dem Boss. So, das zeige ich euch jetzt mal. Ich ziehe mal hier alle Cooldowns, voll drauf hier auf die Mutti und dann einfach den Boss töten. Der kann gar nichts, das ist überhaupt gar kein Thema. Mache ich jetzt mal schnell, achso, ich muss noch wieder auf Play drücken hier. Wollen wir die Zeit messen, wie lange wir brauchen für einen Run quasi. Na, und ihr seht, die Aggro bleibt beim Pet, also auch recht easy. Und weil es ein Geisterbestien-Pet ist, können wir auch jeglichen Schaden fressen. Wir werden dann eh gleich gegengeheilt, wenn wir unter 50% HP droppen sollten. Run out. So. So, nochmal kurz off-CDs ziehen. Keep moving. Vielleicht kriegen wir unseren Heal. Da ist der Heal auch schon, oder? War er schon da? Ne, kommt erst noch. Ja, werden wir gar nicht brauchen. Passt schon so. So, jetzt fliegt der Boss hoch. Jetzt kommen die Ads. Einfach kurz Knurren hier anmachen. Dass die Ads, die werden nämlich von den Pets getankt. Das geht wunderbar. So, und dann kennt ihr ja hier normalerweise diese Mechanik, wenn ihr Ingenieure seid, immer zu den Pillern hinlaufen, dort ranstellen und den Boss da drauf lotsen, dass der hier sich selbst sein Schild kaputt macht, ne? So, nächstes da. Zack, Pets, die Ads sind down. Können wir mal kurz mal ein Heal drücken vom Pet. Ach, hat's gerade schon gemacht, perfekt. So, ihr seht, das geht wirklich total einfach. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und im Zweifel haben wir immer noch unseren normalen Heal. Zack, voll. Also, das ist wirklich easy, ne? So, hochschießen wieder. Hügel drauf, alles ziehen. Skillt euch hier, wenn ihr wollt, auf Single-Target komplett. Denn nichts anderes ist der Boss und nichts anderes als den Boss müssen wir hier angreifen. So. Boss töten hier. Geht da schnell. Behind Boss. Behind keep Bombs. Moving. Keep moving. Einfach ein Pet gegenheilen. Wie sieht's da, damit aus? So. Run out. Ah, komm, wir können auf CD hier ziehen. Geht's schneller. Behind Boss. Keep moving. So, dann noch den kleinen hier. Und fertig. Pause.
Also 5,5 Minuten ungefähr brauchen wir, und da seht ihr hier, bekommen wir am Ende immer die Mats. Wir bekommen immer, ganz wichtig, wir bekommen immer zweimal den sprengbetriebenen Elektro-Reservemotor und die anderen beiden hier, diesen Stabilisator und die Panzerung, kriegen wir jeweils 1 bis 2. Also mindestens 1, maximal 2. So, dann könnt ihr hier am Ende einfach das Auto benutzen. Und ich sag mal, wenn ich jetzt die Zeit hier nicht gestoppt hätte, wieder rausrennen, resetten, wieder reinlaufen, nochmal eine halbe Minute. Also ihr seid innerhalb von 6 Minuten, habt ihr einen kompletten Run durch, ja. Das ist also mega, mega, mega schnell. Meine kleine Zahl als Vergleich, wenn ich mit meinem Tankmönch, der hat 405er Item Level, mich da durchquäle im Normal, Solo, dann brauche ich ungefähr 17 Minuten. Wenn ich mich beim Normal Dungeon anmelde, mit der Gruppe durchlaufe, je nachdem wie gut die Gruppe ist, brauche ich so zwischen 13 und teilweise sogar 20 Minuten. Also teilweise pullen Leute einfach irgendeinen Müll und dann dauert es noch länger, oder wipen bei den Bossen. Das ist mir alles schon passiert. Deswegen, das ist auf jeden Fall die unkomplizierteste Variante. Die ist auch absolut safe. Und ja, das war's eigentlich schon. Ich wünsche euch viel Spaß beim Farmen des Mechamoguls. Auf diese Weise kriegt ihr nämlich pro Minute rein rechnerisch, das sind jetzt natürlich Blackmore-Preise, aber jede Minute, die ihr das so macht, bringt euch etwa 1000 Gold. Also könnt ihr euch ausrechnen, wie viel Gold das auf die Stunde gesehen ist. Und der Aufwand ist ja minimal, weil wir echt fast nicht kämpfen müssen. So, also viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Ciao.